Yeah, Leute, willkommen zurück zu Resident Evil 2, wieder mit Claire im A-Szenario. Ja, wir haben jetzt gerade die Licke erledigt und haben jetzt einen etwas längeren Weg vor uns mit diesen scheiß Pflanzenviechern. Ja, yeah, man sieht sie schon. Die erledigen wir jetzt einfach mal schnell mit Kerosin. Okay, dass der Einschuss reicht, das wusste ich nicht. Ich dachte, die hätten schon mehrere auf dem Kasten, aber naja. Wir gehen jetzt einfach mal ganz lässig durch das Labor. Wir müssen jetzt für Sherry das Gegenmittel finden. Der geht ja ziemlich dreckig, weil ihr William ja den Embryo eingesetzt hat. Und um das zu verhindern, müssen wir jetzt den Antivirus holen. Ja. Das Vieh geht ganz schön ein, ne? Und jetzt holen wir uns gleich mal die Kräuter und kombinieren die auch gleich mal. Ja, das Spiel neigt sich, wie gesagt, im Ende, beziehungsweise das A-Szenario. Weil wir haben ja auch noch das B-Szenario von Leon vor uns, worauf ich mich sehr freue. Das kombinieren wir gleich mal. Finish ist die ganze Gaudi. Und klettern mal nach unten. Da unten müssten auch nochmal Licke aufkreuzen. Ja, ich glaube schon. Und ja, mehr brauche ich dazu eigentlich nicht zu sagen. Die meisten von euch kennen sich eh aus. Und ja, ich kann eigentlich nicht mehr dazu viel dazu sagen, außer dass wir uns jetzt durchschlagen müssen bis zum nächsten Mal speichern, weil ich werde noch einmal speichern und dann ziehe ich das Spiel durch. Boah! Boah, wisst ihr was? Ich nehme jetzt die normalen Granaten her, weil die sind, glaube ich, ein bisschen wirkungsvoller. Vielleicht quatsche ich allerdings auch gerade Scheiße. Ich weiß es, wie gesagt, selber gerade nicht. Ah! Licker-Alarm, Licker. Jawohl, der ist auch tot. Und da ist auch noch einer. Den erledigen wir natürlich auch gleich mal. Ja, komm schon, stirb doch. Jawohl. Alle drei Licker. Der dritte Licker hat mich damals, als ich das Spiel das erste Mal gespielt habe, voll zur Sau gemacht. Ja, ich habe das nicht gewusst, dass dann noch einer auftaucht. Und der hat mich dann sprichwörtlich zerhackt. Oder zerschnitten, wie man auch immer sagen will. Je nachdem. So, die kombinieren wir mal, aber ich mache jetzt kein dreifaches Kraut mehr. Nein, ich werde das andere benutzen, um dann ein rot-grünes Kraut zu machen, weil da hinten müsste irgendwann noch ein rotes Kraut herumliegen. Ja, die Licke, wir haben denn jetzt... Okay, wir haben noch immer 17 Muni. Ja, man sieht schon, wir werden hier überhäuft von Munition, das ist der Wahnsinn. Aber ich werde gleich wieder umdrehen müssen. Diejenigen, die das A-Szenario von Leon gesehen haben, die werden wissen, dass nochmal ein Licke auftaucht. Ja, definitiv. Und wir kommen sehr schnell voran, muss ich sagen. Sehr schnell sogar. So. Ja, genau. Wir haben ihn sogar doppelt getroffen. Ja, yeah. Und er ist tot. Ja, das war's, Leute. Das mache ich deswegen immer so, weil sonst erschreckt mich der Wind zurücklaufen und das interessiert mich ehrlich gesagt nicht so. Hey. Yeah. So. Und jetzt holen wir uns gleich mal die Karte. Die brauche ich zwar nicht, aber der Vollständigkeit halber, das ist ein Kontrollraum, glaube ich. Ja, irgendwie sowas. Lageplan des Labors. Jawohl. Das sind Überwachungskameras überall. Aber naja, kann es ja egal sein an dieser Stelle. So. Was legen wir denn ab? Den Armbrustbolzen brauchen wir derweil nicht, aber ich lege das mal ab, das mal ab. Den Waffenschlüssel. Mehr brauchen wir eigentlich gar nicht, ne? Mehr brauchen wir eigentlich gar nicht. Und jetzt gehen wir direkt wieder zurück. Ja, was heißt zurück? Weiter vor. Wir kommen jetzt direkt in William Birkins Labor, wo er angeschossen wurde von diesen Umbrella-Heinis. Weil da ist nämlich... Ja, auch was zu erledigen, sag ich jetzt einfach mal. Weil da ist nämlich ein Schlüssel drin, den brauchen wir auch. Und da ist sogar rotes Kraut. Das kombinieren wir gleich mal. Jawoll, es geht ja alles astrein, ne? Super Sache. Und jetzt betreten wir das Labor von William Birkin. Und da hinten blinkt ja was Blaues, damit jetzt mit dem Waffenschrankschlüssel. Jawoll, und wir bekommen... Nochmal zwei Granaten. Ja, als ob ich es nicht geahnt hätte, ne? Wir bekommen normalerweise viel bessere Sachen bei Leon. Darauf freue ich mich schon. So. Aber wir haben immerhin 27 Schuss, das kann sich auch sehen lassen. Ah, da ist ein Zombie. Und er verliert gleich mal seine Füße. Aber er ist... Nein, er ist nicht tot. Man sieht schon, dass er den Kopf noch wackelt. Den baller ich jetzt einfach mal weg. Hier. Der ist sprichwörtlich... gebumst. Was? Was? Der hat das überlebt? Verarsch mich nicht, mein Freund. Jawohl, jetzt haben wir alles weggeschossen. Den Kopf, die Glieder, alles. Das hat jetzt gut ausgesehen, ne? Die halten aber viel aus. Ja gut, einigermaßen viel, sagen wir es mal so. Und du stirbst auch bitte mal. Die Füße weggeballert. Und den Laborschlüssel mitgenommen. Super Sache. Hä? Ist der auch tot? Nein, der war noch nicht tot. Verdammt!
Ja, Claire rollt ihm, also tritt ihm den Schädel ab, das ist richtig cool. Leon stampft, ja. Und jetzt, ja, das war's eigentlich schon hier. Und den anderen machen wir auch schnell kalt. Ja, wenn wir es können. Ja, knabber dich fest. Er hat sogar noch einen Teil von seinem Fuß, habt ihr das gesehen? So, und ich glaube, dass draußen eine Kätzchen auf uns wartet. Falls ja, bin ich natürlich still. Annette! You killed William. I'll never forgive you for that. Wait! I've just prepared a sample of the G-Virus. And this time, no one will take it from me. This is the most significant piece of research my husband has ever left in my hands. Stop it! Sherry's in serious trouble. William implanted her with his embryos. There's no telling when they'll pupate. And if that happens, then Sherry won't... won't... What? William... Oh shit. Conor ist der Tyrant, oder was? Ja, wir werden jetzt... Oh shit, der ist ja nochmal mutiert. William, you're alive. Autsch, das muss wehtun. Ja, er hat jetzt einen gewaltigen Schlag oder eine Kratze zugefügt. Aber ich gehe zuerst einmal hier durch. Weil... Ja, jetzt rüste ich ganz schnell um auf die Kerosin. Aber wir gehen zuerst einmal hier durch. Laborschlüssel benutzt, weil hier können wir nämlich das mit dem Guest machen. Das wisst ihr ja noch. Also die Computer benutzen. Weil das... Ich will diese Katze für das Ende aufsparen, ne? Jawohl. Stimmt doch, du scheiß Motte. Oder was auch immer du bist. Jawohl, sie ist tot. Tja, die Motte ist relativ einfach zu besiegen. Sie kann euch allerdings auch vergiften, für diejenigen, die es wissen wollen. Ja, die kann euch vergiften. So. Und die ganzen Scheißviecher erledigen wir mal. Computer benutzen, ganz klar. Wir machen jetzt den Fingerscanner. Und schreiben mal ganz gemütlich G-E-S-T. Jawohl. Und jetzt scannen wir unseren Finger. Super Sache. Jawohl. Und schon haben wir es und gehen jetzt direkt zu William. Aber zuerst muss ich wieder umstrukturieren auf die Feuer, weil wir wieder auf Pflanzenviecher treffen werden. Ja. Und jetzt schauen wir mal, wie es Annette geht. Wahrscheinlich ziemlich beschissen, oder? Schätze ich jetzt zumindest mal. Annette, willkommen. Annette Birkin. William is still alive. He's getting stronger with each skin he casts off. Sherry! Tell me what I need to know. How can I save Sherry? I have detailed information. Everything you need to know to prepare the antidote is right here. Tja, das können wir jetzt auch lesen, aber das ist im Prinzip nur eine Erklärung, wie wir für Sherry das Gegenmittel machen. Ich weiß, wie das geht, deswegen lese ich das gar nicht vor. Das seht ihr dann eh bei mir und das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu viel Stoff zum Lesen. Müsst ihr auch ehrlich zugeben, das war auch viel. Save my daughter. And tell her I'm sorry I wasn't a better mother. Tell her I love her. Sherry. Ja, sie verblutet. The self-destruct sequence has been activated. Repeat, the self-destruct sequence has been activated. This sequence may not be aborted. All employees proceed to the emergency car at the bottom platform. Tja. Ja, der Selbstzerstörungsmechanismus, den wir so gut kennen aus den anderen Resident Evil Teilen, ist jetzt aktiv. Aber ich lasse mich von der Mucke ehrlich gesagt nicht beeindrucken. Die hat mich damals immer voll gestresst, aber das brauchen wir im Prinzip gar nicht. Ja, Annette ist tot. Sie bereut es, dass sie mit Sherry nicht mehr Zeit verbracht hat. Ich sage an der Stelle einfach mal gar nichts dazu, weil ich finde, Eltern, die ihre Kinder vernachlässigen, sei es wegen Arbeit oder so, ich finde sowas sowieso unter aller Sau, ehrlich gesagt. Deswegen sage ich mal dazu gar nichts. Die Armbrustbolzen brauchen wir im Prinzip eigentlich auch nicht. Wo ist denn die Armbrust überhaupt?
Ach, die ist da. Wir haben da sogar noch 15 Schuss. Ja, wenn noch irgendwo Zombies oder so auftauchen, die werde ich dann halt mal schnell mit der Armbrust erledigen. Aber im Prinzip brauchen wir die eigentlich gar nicht mehr, die Armbrust. Aber scheißegal, ne? Leon! Leon, he made it! Claire, is that you? Where are you? I can see you on the monitor. But never mind that right now. Leon, you have to go back and get Sherry for me. I left her in the security office. Please, you must save her! Loose ends to take care of. I'm counting on you. Ja, okay. Sie hat jetzt Leon aufgetragen, dass er für sie Sherry holen muss. Das ist ja ganz klar, weil es hat sich viel Stress. Und ja, wir gehen jetzt einfach mal. Wie soll ich sagen? Wir gehen jetzt einfach mal zurück. Relativ weit sogar. Und hier müssten eigentlich, ich glaube, Zombies auftauchen. Ich bin mir da jetzt allerdings nicht ganz sicher. Nein, das sind dann auch immer diese Pflanzenviecher. Verdammt. Und ich weiß nicht, ob ich das gerade gehört habe, ich habe über WhatsApp eine Nachricht bekommen. Das ist immer richtig lustig, wenn da über WhatsApp während der Aufnahme was kommt. Aber das ist mir jetzt egal, ich schaue erst nach der Aufnahme nach. Ja. So. Ja, wir gehen da jetzt mal rauf und müssen gleich mal das nächste Pflanzendrecksvieh erledigen. Ich müsste es zwar nicht, aber ich tue es trotzdem, der Vollständigkeit halber. Und ein riesiger Schlingpflanz hat sich hier in das Labor gewickelt. Auch eine geile Sache, ne? Einfach mal so. So, du scheiß Pflanzenvieh. Du Unkraut. Ja, ich erschieße jetzt einfach mal den Vollständigkeit. Ja, genau, du bist schon gefickt. Du bist sprichwörtlich gebumst. Ich darf mein Handy gleich wieder aufladen, weil es fast kein Akku mehr hat. Ja, so ist das nun mal mit diesen Smartphones, ne? Ja, diese Smartphones heutzutage. So. Ja, jetzt machen wir statt dieses Gegenmittelzeugs. So. Öffnen wir mal das Türchen. Und wenn man das hier im Astronauten nicht macht mit dem Fingerscanner, können wir mit Leon gar nicht erst rein. Bis nachher, deswegen mache ich das jetzt auch noch schnell. Wir haben ja Zeit. Ja, und dann würde ich sagen, ist im nächsten Part eigentlich schon wieder das Finale. Ging sehr schnell, muss ich sagen. Ein bisschen schneller als das von Leon als Szenario. Aber egal. Das liegt einfach daran, weil ich Claire immer so suchte, weil ich sie nicht so mag, das wisst ihr ja. So, nein, zweiter brauchen wir nicht. So, und jetzt gehen wir direkt mal rein da. Laborschlüssel benutzt, ablegen, ganz klar. Und rein. Rein da. Ui, Zombies. Die erledigen wir jetzt ganz schnell mit der Armbrust. Ja, die halten schon einigermaßen mehr aus als die normalen Zombies, muss man schon sagen. Das Licht einschalten, ganz klar. Und da liegt noch was. Ich glaube, das brauchen wir sogar. Impfstoffbehälter, jawoll. Und nochmal Granatenmummi. Ja, wir werden überhäuft von solcher Scheiße. Da. Das war jetzt voller Grafikbug. Habt ihr denn gesehen? Der hat jetzt voll nach vorne geschoben, ne? So, stecken wir mal rein, wie sich das anhört. So, den Hintern habe ich auch getroffen. Und schießen. Jawohl, beide getroffen, sind beide tot. Ja, beide sind tot. Und jetzt holen wir uns die MO-Disk, die Fluchtdisk sozusagen. Und aktivieren mal den Prozess. Jawohl. So, jetzt haben wir quasi den Grundstoff gemacht für das Gegenmittel. Jawohl, den Grundstoff. Und jetzt müssen wir nochmal ganz zurück quasi in das Labor von William, um dort das Gegenmittel zu machen. Dann haben wir es offiziell geschafft. Ja, dann ist das mit Sherry schon mal erledigt und dann erwartet uns quasi nur noch der Bossfight. Und ja, aber wir haben schon fast 15 Minuten, das ärgert mich gerade ein wenig. Aber egal. Wir gehen auf jeden Fall schon mal drauf und ich werde jetzt auch gleich mal die MO-Disk verwenden. Dann haben wir wenigstens einen Platz weniger im Inventar.
Und deswegen sage ich an dieser Stelle schon mal danke fürs Zusehen. Würde mich natürlich wie immer über einen Kommentar und ein Like freuen oder zumindest eines von beiden. Und wir sehen uns hoffentlich beim großen Finale von Resident Evil 2 Claremont Szenario wieder. Bis dahin, macht's gut, Leute. Oh.